Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Rogue. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wir gehen auf zur nächsten Karte. Los geht's! Singt, Matrosen! River Valley. Nice. Raus aus dem Nordatlantik, rein ins River Valley. River Valley, Juli 1752. Öffnet die Hauptsegel! Seesegel hissen, los geht's! Lass mal zum Dorf hier gehen erstmal. Das ist so, das bietet sich da gerade so an. Das sitzt da und sagt, hey, Potato, komm ich plündern bitte. Potato so, oh ja, Baby, ich komme. Wenn es was zu plündern gibt, dann bin ich dabei. Count me in. Let's go. Jetzt gehen wir mal richtig schön plündern hier. Jetzt kommen wir mal langsam wieder rein, so in dieses Let's Play-Ding. Weil Bienvenue en Nouvelle France. Okay. Let's go. Sicher ist sicher bei den Typen. Lieber nichts riskieren. Da hinten sind auf jeden Fall Leute, die kämpfen. Das hast du was ohne mich gemacht, oh nein. Schade. Naja, kann man nichts machen. Ich werde schon irgendwann die Möglichkeit haben, das zu machen. Was für Rufquests hast du denn gemacht? Handwerksquests hast du denn gemacht? Und ich stehe aus Endwalker, ne? Nee, geht ja gar nicht. Du musst ja ein Youngster gewesen sein. Ja. So. Dann geht's mal weiter. Wir haben nicht was den Aussichtspunkt bisher. Wir sind gut dabei, ne? Nicht was den Aussichtspunkt haben wir bisher synchronisiert. Muss man das nur einmal machen, oder was? Um den Begleiter zu kriegen. Ich meinte, der Hinata hat mir damals erzählt, dass man es irgendwie zwei oder dreimal machen muss. Mit dem Begleiter.
Naja, ich glaube, du brauchst 30 Fragmente für den Begleiter. Also musst du es sowieso noch einmal machen. Es gibt ein Fate, das gibt dir 9, und es gibt ein Fate, das gibt dir 15, glaube ich. Also es gibt zwei Fates, die dir 9 gibt. Eins, das dir 15 gibt oder so. Aber wie sowas war das? Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Kann auch sein, dass einmal reicht bei dem Fate. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Kann sein, dass das das 15er war, was dann reicht, um das direkt zu kriegen. Das kann natürlich sein, dass das andere 5 war oder so. Dass man das dann dreimal machen muss oder man macht das eine große einmal. Keine Ahnung. Ich meine, Formidable war auch nochmal gespawnt, habe ich gesehen in der Nacht. Um 7 Uhr morgens ist Formidable gespawnt gewesen nochmal. Ich meine, den brauche ich auch noch ein paar Mal, ne? Und ich meine, die Sachen geben ja noch mehr als nur Begleiter, sondern die geben ja auch teilweise noch Kleidung und sowas. Und die ist ja vielleicht auch ganz nett für den Kleiderschrank. Einfach zu haben, ne? Haben des Habenwegens. Ich meine, das ist alles, was du in einem MMO machst. Ich meine, was machst du in einem MMORPG? Du farmst Dinge und warum tust du das? Um sie zu haben. Es ist halt ein großes Sammelspiel. Es ist das gleiche wie bei Pokémon, ne? Warum sammelst du alle Pokémon in Pokémon? Ja, um sie zu haben. Ganz einfach. So. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr seid ein Held. Naja. Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Held bin, aber ja. Es ist immer ein bisschen schwierig mit den Assassin's Creed Protagonisten. Was ist Held, was ist nicht Held? Ich meine, ja, für den Menschen bin ich gerade ein Held gewesen. Das ist schon richtig. Das kann ich so akzeptieren. Kackt der jetzt gerade hier ins Gebüsch oder was? Oder warum war der gerade so in der Hocke? Erstmal kacken nach dem Kampf jetzt. Ja gut, es ist glaube ich sinnvoller, da erstmal hochzugehen. Das um die Truhe zu holen. Was ist das denn hier? Wie cool ist das denn? Wo kommen wir denn hier hin? Oh, da ist ja noch mehr. Jagdherausforderung. Viel Land hier einfach hinten noch ist. Stellt euch der Herausforderung und beweist, dass ihr die tödlichste Kreatur von allen seid. Sammeln Sie Rotwildfälle in der erlaubten Zeit. Darf ich nicht schießen oder was? Ich darf nicht schießen. Ja.
Also wird das nichts. Kann ich nicht erschießen. Das ist echt ein bisschen weird, dass man ihn nicht erschießen kann. Ich meine, wir haben es offensichtlich noch hinbekommen jetzt, wo ich mich umorientiert habe in meiner Taktik, aber... Ja. Oh, da oben ist auch noch eine Herausforderung. Und da unten ist auch noch was. Ah, das ist eine andere Insel auf jeden Fall da unten. Sind die Sachen hier über das Hinterland miteinander verbunden? Das ist ja total lustig. Ich glaube nicht, dass wir nach Süden können. Ich glaube, die Distanz war das höchste der Gefühle, die wir jetzt zurückgelegt haben. Aber cool, dass es hier noch quasi ein Stück Land hinten dran gibt. Das wirst du halt dummerweise nur den ganzen Weg wieder darüber latschen. Ich glaube, hier kommen wir zum Aussichtspunkt. Da gehen wir da erstmal hin. War das jetzt alles? Hier gibt es auch noch Hasen, aber nur normale Hasen dann. Ja.
Dann weiter zur Hauptgeschichte. Das wird eine nicht unwichtige Quest hier übrigens. Was können wir denn hier jetzt noch so machen? Nicht besonders viel ist auf dieser Insel hier. Es gibt nicht mal einen Aussichtspunkt, wenn ich das gerade richtig sehe. He has gone off the deep end, he has. Ob es ja auch eine Jagdherausforderung gibt, wenn es hier so einen Wald gibt. Das Parcours hier ist schon geil, ne? Rogue. Ist schon deutlich besser als ein Black Flag. Da muss man auch mal einfach ehrlicherweise sagen, wenn Rogue was besser macht als Black Flag. Das ist hier halt wirklich. Rogue ist für mich so ein bisschen das Pinnacle von der alten Formel. Also, da haben sie echt nochmal alles eingepackt, was die alte Formel gut gemacht hat. Die damit Unity komplett über den Haufen geworfen wurde. Mehr oder weniger. Nicht komplett, aber schon ordentlich. Und damit Syndicate und dann mit Origins komplett. Leider. Also ich muss dazu sagen, leider. Leider wurde das alles sehr über den Haufen geworfen. Ich bin halt, wie ihr wisst, ein Fan der alten Spiele. Ich bin ein Fan der Assassin's Creed 2, Black Flag, Rogue, sowas. Ich spiele der alten Spiele. Und ich meine, Mirage war ein ganz nettes... War ein ganz nettes Spiel. Oh mein Gott. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich angegriffen werde. Warum kann ich den jetzt nicht häuten? Konnte nur einen von beiden häuten. Na gut, meinetwegen. Ah, ich weiß, warum sie das gemacht haben mit den Wäldern. Wisst ihr es auch? Weil es in Black Flag ein bisschen komisch war, dass es in kleinen Inseln Tierpopulationen sind. Deswegen haben sie, glaube ich, die Inseln jetzt hier größer gemacht, damit das mit den Tierpopulationen realistischer wirkt. Dass da einfach auf Inseln hinten noch irgendwie so ein großes Stück Land ist, wo Tiere leben und so. Weil das war halt bei Black Flag echt nicht so geil. Das war schon was man hat gut kritisieren können. Und das, jetzt haben sie halt quasi Black Flag und Assassin's Creed 3 so ein bisschen verbunden miteinander. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, dass das so krass war mit den Inseln hinten. Mit dem Land. Sieht ihr mal, ich erinnere mich an voll viele gute Sachen des Spiels überhaupt nicht mehr. Ich muss dazu zu meiner Verteidigung sagen, ich habe Rogue nur einmal durchgespielt bisher.
Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Alle anderen Assassin's Creed habe ich öfter durchgespielt. Und das habe ich auch relativ spät erst durchgespielt, Rogue, weil ich halt... Wie war das mit Rogue? War das irgendwie... Wo wurde das zuerst released, das Spiel? Das, gab es das damals auch schon für den PC, als das rauskam? Nee, oder? Aber ich glaube, das wird nämlich irgendwie der Grund gewesen sein. Dass ich einfach nicht den Zugang zu dem Spiel hatte. Weil ich weiß ja echt nicht, warum ich es nicht von bei Release gespielt habe. Weil das ist eines der Assassin's Creed, was ich nachgeholt habe. Das muss ja auch einen Grund gegeben haben. Oder es war einfach, weil es in einer Zeit rausgekommen ist in meinem Leben, wo ich gerade ziemlich Probleme hatte oder so. Dass ich gar nicht an Videospiele denken konnte. Das kann es natürlich auch sein. Aber wenn irgendjemand das recherchieren kann, wie Rogue released wurde, wäre ich da sehr froh drum. Sonst muss ich gleich mal selber gucken. Aber vielleicht weiß es oder kann es jemand nachschauen. Was interessiert mich gerade wirklich brennend. Muss ja auch einen Grund gegeben haben, dass ich das nicht bei Release gespielt habe. Aber ich meine, ich habe, glaube ich, also die einzige Xbox oder PlayStation, die ich hier besessen habe, war die Xbox 360. Ja. Sonst habe ich nie eine Xbox oder PlayStation besessen, übrigens. Aber ich hatte nicht benötigt, weil ich hatte halt super viele PC-Spiele, ne? Und wenn es auch was auf der PlayStation 2 gab, dann konnte man es emulieren. PlayStation 3 geht heutzutage jetzt auch. Und ja, das heißt, Metal Gear Solid 4 habe ich zum Beispiel nie gespielt selber. Ich habe es nur leider sehen können. Bei Metal Gear Solid 4 gab es halt leider keine Möglichkeit, das anderweitig zu spielen. Irgendwann werde ich es aber spielen. Yeah. Ich meine, Metal Gear Solid ist halt auch spielerisch natürlich schon sehr geil, aber man spielt es ja auch gerade. Yeah. Ob man es nur wegen der Story spielt, weiß ich nicht. Aber man spielt es halt auch größtenteils wegen der, Story. Ah, okay, das kam nur auf den Konsolen raus. Und dann habe ich es auf der Xbox 360, irgendwann hatte ich ein Red Ring of Death. Ich nehme an, das wird das gewesen sein. Ich nehme an, ich werde irgendwann 2012, 2013 auf der Xbox 360 mein Red Ring of Death gehabt haben. Und dann hatte ich keine Xbox mehr. Und dann habe ich das Spiel vermutlich nicht gespielt. Ich nehme an, so in etwa wird es gelaufen sein. Tja. Nur für geladene Gäste. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Und dann kam es für PC, kam es jetzt viel später erst mit dem, weiß ich nicht. Als Assassin's Creed 3 Remaster oder sowas war, keine Ahnung, wann das war. Es war noch die schreckliche Zeit, wo Assassin's Creed exklusiv auf bestimmten Konsolen und sowas kam. Ich meine, es war noch die Zeit, wo man auf bestimmten Konsolen dann Bonusmissionen hatte und sowas. Das war auch ganz widerlich. Im März 2015, okay, dann. Da hätte ich es eigentlich schon spielen können, aber ich habe es, glaube ich, erst Anfang 2017 oder 2018 gespielt. Ich habe es nachgeholt, auf jeden Fall. Krass. Ach, das kam auf dem PC. Kann es sein, dass es auf dem PC zeitgleich mit Unity kam? Aber das könnte natürlich auch ein Grund gewesen sein für mich. Dass ich dann Unity bevorzugt hatte und dann Unity gespielt habe. Ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Da ist es. Ei. Da ist es.
Also Männer, Zeit ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados. Und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Ich werde dafür sorgen. Ich meine, Unity habe ich auch nur zweimal gespielt. Und einmal habe ich es nicht ganz durchgespielt. Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum? Ei, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Dass die mich nicht sehen da vorne. Das ist so lächerlich. Holt sie nieder! Raus aus dem Wind! Wir kämpfen gleich auf Land! Und denkt an meine Worte, Shay. Washington muss sterben. Ja, schon cool gemacht, oder? Ach, ich liebe es. Schiff zu verfolgen zu Fuß ist schon irgendwie was Cooles. Ei. Haben wir irgendwie sowas wie unentdeckt bleiben? Nö, haben wir eigentlich nicht, aber. Nehmen wir an, das wird einfach fest in der Geschichte sein. You keep your brain. Wir haben einfach ignoriert. Don't just bloody stand there, you listless old. Ich meine, ich kann ja hinschwimmen, oder? Hier ist das Wasser ja nicht kalt. Hm.
Wenn ich das gerade richtig sehe, sind da nur drei Gegner auf dem Schiff oben. Drei popelige Gegner. Oh, die können ja da schwimmen. Ich wollte ja eigentlich gerne unentdeckt machen, aber gut. So ist es halt. Oh, was ist das? Ein Gewehr? Ihr da! Halt! Wohin wollt ihr? Wie kann das sein? Man hört gar nichts. Vielen Dank, Master. Master Washington. Luftgewehr. Das Luftgewehr ist eine wirkungsvolle, lautlose Schusswaffe, mit der Schlaf- und Berserkerpfeile sowie Granaten und Knallkörper verschossen werden können. Pfeile und Granaten können in Gemischtwarenläden gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet. Feuerwehr! Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Piu, piu.
Bam, 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 bam. Immer so im Rhythmus. Dum, 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 dum. Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Musik! Berserkerpfeil. Da hat jemand die Musik ausgemacht.
Gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. So, hier warten wir jetzt. Ich habe noch ein bisschen sauber gemacht hier in den Zwischenräumen. Damit ich halt nicht von den Snipern und so entdeckt werde. Ist schon krass, dass wir jetzt einfach so einen sterbenden Mann töten müssen, ne? Tja. Yes, it's delicious.
it causes fit men to limp. Why can't you drink tea like a proper Englishman? What I wouldn't give for something. Oh, stop it. I'm famished as it is. Are you still drinking that awful De Grand Prix coffee? Yes, delicious. So what you're saying is the government like has changed time itself? Well, not really, no. But the calendar starts on the 1st of January. Bloody politicians! Is there anything they won't do? Oh, jetzt hört die Folge wieder mit der Musik auf. Bloody politicians! Is there anything they won't do? The British in charge of this area are really mucking it up, aren't they? Corrupt politicians, taxis, weak tea. What a collection of arseholes! I just can't stay out of trouble! I had the most extraordinary dream last night. Help me! What about? In a nice frock and dancing in a posh cafe in Paris. Oh, wie das schon wieder voll ist. Magical. Such a tragedy. Do you think it could happen here? An earthquake, I mean. Nice to see so many lovely English faces about. It reminds me of home. This place might just become civilized after all. I saw a giant bear the other day. It's a part of the local wildlife. There are monsters living on them. Sir? What is it? Someone call for help! This is unacceptable! Nichts, was Ruhe nicht heilen könnte. Wie er einfach schon wieder am Rumlaufen ist. Es ist immer der gleiche, weswegen er auf einmal wieder losläuft und meint, er muss wieder gucken. Ich darf eigentlich nicht entdeckt werden, habt ihr das gesehen? Aber ich wurde entdeckt, aber es ist nichts passiert. Auch ist das hier gerade ganz schön verbuggt. Oh, der ist am Weglaufen. Ah, oh, da müssen wir es nochmal machen. Das ist sehr nervig. Wir sind jetzt bei einer Stunde fast beim Part. Ich wollte nur die Gegner drumherum ein bisschen wegmachen. Oh. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Das war keine Absicht gerade. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, bitte. Der hat mich einfach weggeboxt. Okay. Fängt ja schon mal gut an, was? Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann.
Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Rauchbombe. Wählen Sie die Rauchbombe mit dem D-Pad links rechts aus und drücken Sie Y, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen Ihr Gegner für ein paar Sekunden kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Gott verdammt! Ich muss eilen. Liam, ich hoffe, du bist mit dem Schiff da. Ich kann gepasst, wie? Ist das ein Schiffsmörser? Das gehört sich nicht. Ihr versenkt uns noch, Captain. Was ist passiert? Auf geht's. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shay. Selten konnten wir die Templer in solch Unordnung stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Wunderbar. Als Washington töten war einfacher als gedacht. So, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, hattet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.